Und jetzt zeige ich euch, wie man sich richtig vom Fahrzeug entkoppelt, also die Verbindung trennt. Wir öffnen das Menü, gehen in Mein Fahrzeug und betätigen den Verbindung trennen-Button. Hier wird man nochmal gefragt, ob man sich wirklich trennen möchte. Ja, wir möchten. Okay. Jetzt wird man noch gebeten, die Verbindung vom Handy, die Bluetooth-Verbindung zu löschen, zu entkoppeln. Dieses Gerät ignorieren. Trennung erfolgreich. Und jetzt ist das Fahrzeug wieder bereit für eine neue Verbindung.